Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind jetzt in der Mission der Krater und haben wieder böse, böse Indianer entdeckt. Gegen die wir wieder vorgehen müssen. Die aber auch ziemlich nah an unseren Vorräten sind. Oh, du hast Werkzeugschreiner erlernt. Gut. Und ja, da passt genau ein Dreifamilienhaus hin. Sehr schön. So, du wirst unser neuer Müller. Und ihr beide werdet neue Farmer. Dann kann die Nahrungsversorgung jetzt ordentlich starten. So, hier wird auch ein Zweifamilienhaus gebaut. Oder das Dreifamilienhaus hoffentlich. Ja, wir müssen wirklich wegen dem Dorf hier aufpassen, was wir machen. So. Farmer. Der da sieht irgendwie interessant aus mit seinem Stirnbart und der grauen Weste. So, unsere Nahrung. Könnte bald anfangen. Knapp zu werden. Und du solltest eigentlich am besten in die Schule gehen und da den Müller lernen. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du fällst jetzt wieder Holz. Weil wir werden Holz brauchen. So, das eine Haus ist fast fertig, das zweite wird dann gebaut. Ja. Ein Zweifamilienhaus hier hinstellen. Wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Und einen... Nö, keine Möbelwerkstatt erstmal. Erstmal den... Töpfer, würde ich sagen. Hier hinstellen. So, Zweifamilienhaus ist fertig. Haben wir eine unverheiratete Frau, die... So, du lernst Müller, das geht dann schneller. Ach, du hast schon ein Haus, du brauchst noch eins. So, alle wohnen irgendwo. Also alle, die gerade wichtig sind. Nee, wisst ihr was? Ich reiß die beiden nochmal ein. Wobei, den Jäger versetzen. Hier oben sind Schafe. Ja, das ist okay. Hier unten
sind auch Schafe und Kaninchen. So, du heiratest. Also ja, wahrscheinlich ist es das Klügste, irgendwann den Jäger hier unten hin zu versetzen. Ja, machen wir auch so. Jetzt zuerst einmal wieder das Zweifamilienhaus hier hinsetzen. Für Holzfäller und... Nebenarbeiter. Hier die Töpferei hin. Wer wohnt eigentlich hier? Unser Holzfäller. Hm. Und hier wohnt unser Jäger im Augenblick. Gut, okay, wenn ich das nachher irgendwann alles einreiße. Wenn ich einen Träger habe, der das ganze Leder daraus holt, nachdem ich meinen Jäger verlegt habe. Und immer schön auf die Indianer achten. Die haben hier oben Truppen. Die wahrscheinlich den Kraterzugang bewachen. Und haben hier unten ein Dorf. Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich das Dorf schnell wegkriege. Ich warte darauf, dass ihr Haus gebaut wurde. Nahrung kommt langsam rein. Ach stimmt, hier oben wird auch noch ein Zweifamilienhaus für unsere Bauarbeiter gebaut. Ja. Und eigentlich sollte ich ihr sagen, dass wir noch einen Mann brauchen, einen Jungen. Der dem Bäcker als Träger hilft. Der wird dann erstmal Kundschafter, damit er hier die Wegweise errichtet, die wir brauchen. Einmal nach hier unten zu den Schafen und dem Kaninchen. Ich glaube, der wird dann hier unten auch ein bisschen Kahlschlag machen müssen. Entweder das. Also Pilze scheint es hier auch in Fülle zu geben. Nachher für unseren Tempel. Das werde ich dann hier unten alles aufbauen müssen. Und ja, dann werden wir weitersehen, wie es weitergeht. Jetzt, wo ich einigermaßen der Meinung bin, dass die Windländer da uns nichts Böses wollen im Augenblick. Kann ich mal ein bisschen den Speedboost reinhauen. Ja, und wir brauchen den Träger dann demnächst, weil sonst geht die Nahrungsproduktion zu langsam voran.
Ich will halt nicht wirklich ausprobieren, was passiert, wenn ich die Zelte mit der Nahrung einreiße, ob die Nahrung dann weg ist. So, zwei Familienhaus ist fertig. Du kannst trainiert werden. Immer noch keine Indianer von hier. Da ist noch ein Knirps. Und ja, solange der Jäger immer das Zelt da mit Nahrung beliefert. Yay, wir haben den Bäckermeister. Sehr gut. Ja, der Pilzsammler müsste hier dann an die Ecke. Irgendwo hin. Vielleicht sogar hier an die Position. Ja. Unser Jäger müsste hier drüben hin. Unser neuer. Den könnte ich ja schon mal setzen. Jägerszelt. Ja, hier wäre perfekt. So, Dreifamilienhaus ist fertig. Wie sieht's mit Steinmetzzelt aus? Wäre hier der beste Platz. Wobei, ich glaube, etwas näher an seiner Hütte. Steinmetzzelt. Ja, hier. Und nicht zu nah den Indianern vor allem Dingen. So, du bist 9. Das heißt, du brauchst noch ein bisschen, bis du erwachsen wirst. Wie viele Obdachlose haben wir noch? Den Lebenssammler. Oh, wir haben sogar noch einen Kundschafter. Stimmt, den wollte ich ja zum Träger machen. Hehehe. Aber gut. So, Töpferei ist fertiggestellt. Das heißt, du töpferst. Du kannst schon mal umziehen. Und du ziehst auch da ein. Und ihr braucht eine Frau. Habe ich noch was Unverheiratetes? Nein. Da kriegst du jetzt ein Mädchen. So, nicht so weit weg, nicht so nah dran. Nehmen wir einfach mal nördlich vom Jägerzelt. Ich hoffe mal, dass das reichen wird dann noch. Wobei, könnte knapp werden. Deswegen nehmen wir 2 lieber. Nicht zu nah an der Farm, würde ich sagen. Ich würde sagen, hier. So, du bist erwachsen. Das heißt, du wirst Träger, arbeitest erstmal dort. Ja, du bist müde, muss ich ausruhen. Und das nächste Zweifamilienhaus ist fertig.